Schleswig-Holstein, das ist sicherlich der Westerhever Leuchtturm, aber auch das Naturgenussfestival der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein. In diesem Jahr wieder mit 130 Veranstaltungen von Juni bis September. Und heute nehme ich euch mit auf eine ganz kleine Reise mit zu unseren Partnern. Und zwar besuchen wir einen Gastronomen. Ich gehe mit einer Flächenmanagerin von uns übers Feld. Und dann besuchen wir einen regionalen Produzenten in Husum. Seid dabei, ich freue mich. Kommt mit! Schön hier bei euch in Westerhever. Moin, Silvia, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Komm Dankeschön. Rein. So schön. Ich bin jetzt gerade im Kirchspielkrug Westerhever bei Volker Böttcher. Moin, Volker. Moin, hallo Silvia. Volker ist neuer Partner beim Naturgenussfestival. Und Volker, sag mal ehrlich, warum bist du dabei? Wir sind ja ein klassisches Landrestaurant mit einem kleinen Landhotel hier in Westerhever und beziehen mittlerweile über 70% unseres Einkaufes halt regional aus Nordfriesland, Schleswig-Holstein und dem alten Land und Mecklenburg-Vorpommern. Und da lag es sehr nahe, uns zu bewerben, halt, um beim Naturgenussfestival mitmachen zu dürfen. Ja, und bei uns läuft es dann so, ich schaue mir die Betriebe an, esse tatsächlich auch gerne mal da, auch mal inkognito. Und ja, hier hat alles gestimmt, auch vor allen Dingen der Service und die Umgebung. Und wir machen Anfang Juni hier eine Fahrradtour in Nordfriesland ab Husum. Und wir werden einen Stopp hier in Westerhever machen bei dir, Volker. Kannst du uns schon ein bisschen verraten, was es da gibt? Ja, wir haben kulinarisch vorbereitet für euch Nordfriesentapas aus regionalen Produkten. Damit wollen wir euch den Tag versüßen. Oh, mir läuft jetzt schon das Wasser im Mund zusammen. Klasse, Dankeschön. Wir bewegen uns jetzt hier auf Stiftungsland, Gudrun. So sieht's aus, genau. Und du bist die Flächenmanagerin hier für dieses Stiftungsland. Ja. Aber nicht nur hier in Westerhever, sondern in ganz Nordfriesland. Wie viele Hektar betreust du? Das sind gut 2.500 Hektar von Rodenes an der dänischen Grenze, Wildschweinzaun. Man kennt ihn aus Film, Funk und Fernsehen. Und Westerhever hier mit dem Leuchtturm kennt man natürlich auch. Ja. Aber es gibt auch Stiftungsflächen auf Föhr. Von Witzum bis Holzacker ist alles im Programm. Ja, und die Stiftungsflächen sind ja eigentlich auch der Grund für das Naturgenussfestival, weil beim Naturgenussfestival zeigen wir ja ganz viele Stiftungsflächen genau. Mit unseren Partnern zusammen, aber die Stiftungsflächen betreuen, das macht ihr, die Flächenmanager. Genau, wir sind das Gesicht der Stiftung in der Fläche, würde ich mal so platt formulieren. Wir sind Ansprechpartner für Pächter, wenn die irgendwie Kummer haben. Auch natürlich ein bisschen Flächenentwicklung, Dokumentation, Beobachtung und Kontrolle, werden die Auflagen eingehalten, die mal für eine Fläche erteilt worden sind, muss da was geändert werden. Das sind so unsere Kernaufgaben. Gudrun, du bist ja schon lange bei der Stiftung. Ja, ist richtig. 20 Jahre bin ich schon bei der Stiftung. 20 Jahre, ja. Wahnsinn. Dann kennst du das Gebiet ja sowieso wie deine Westentasche. Ja, hat sich aber natürlich auch geändert. Kommen immer neue Flächen dazu. Diese 2.500, das ist so mein Scheibchen vom Kuchen. Ja, wir freuen uns schon. Im August machen wir mit dir persönlich eine Fahrradtour. Ja, richtig. Hier auch zu den Flächen der Stiftung Naturschutz und nachher in den Kirchspielkrug. So schließt sich wieder der Kreis. Genau. Und essen was Leckeres bei ja, Volker. Genau, das ist unser Ziel. Vielen Dank, Gudrun. Ja, danke. Wir sind jetzt hier in Husum, in Johansen Stadtladen. Christina Johansen aus Sprakebüll, wo ihr auch immer noch euren Hof habt. Ihr habt den Schritt vom Hofladen in den Stadtladen gemacht. Ja. Ja, nach 10 Jahren Hofladen haben wir uns den Schritt gewagt, auch ein bisschen näher zum Kunden zu gehen, in die Stadt nach Husum. Ja. Stadtland lecker. Und alles aus dem eigenen Hof von euren Tieren? Vorwiegend ja. Also es geht hier ganz klar um uns, aber wir haben auch ein paar andere regionale Partner dabei, auch feinheimische Kollegen. Und auch ein paar Dinge, die man zu unserem Fleisch unbedingt braucht, wie Nudeln, Reis. Also so ein paar ausgewählte Sachen haben wir noch dabei. Ja, ihr seid ja schon lange Naturgenussfestivalpartner. Und ihr beliefert ja unter anderem auch unsere Gastronomie. Ja. Und ihr züchtet Shorthorn. Richtig. Was ist das Besondere an den Shorthorns? Also Shorthorn ist eine alte, vom Aussterben bedrohte Rasse, eine Fleischrindrasse.
Also bei der Züchtung geht es auch einfach ums Fleisch, nicht um die Milch oder noch irgendwas anderes, sondern einfach nur um Fleisch. Und wir halten die Rasse Mutterkuhhaltung. Das ist natürlich auch nochmal was Besonderes. Also die laufen ja auf vielen Naturschutzflächen. Und ja, die Haltung und die Rasse ist halt was ganz Besonderes. Wie lange gibt es euch jetzt hier in Husum? Ja, wir sind jetzt Tag 1 der dritten Woche, also noch recht frisch. Tatsächlich? Ja. Oh, witzig. Ja, ganz frisch alles und... Viel Erfolg auf jeden Fall hier im Stadtladen, Christina. Danke. Alles Gute für euch und euer Team. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Jetzt habt ihr einen kleinen Einblick bekommen, was es beim Naturgenussfestival der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein alles zu sehen gibt. Aber insgesamt sind es ja 130 Veranstaltungen von Juni bis September in ganz Schleswig-Holstein. Seid dabei, wir freuen uns auf euch und schaut einfach auf naturgenussfestival.de. Da könnt ihr direkt buchen. Bis bald. Tschüss.